mich interessiert diese Frage, was ein Fleck ist, was ein Farbfleck, worüber man da reden kann. Einerseits ist es eine Verschmutzung, ich mache einen Fleck auf meine Bluse und das ist ärgerlich, aber ich mache eben in meinem Atelier bewusst Flecken auf Leinwände und die sind dann nicht ärgerlich, sondern das ist Farbe und Form, Bewegung und diese unterschiedliche Lesart interessiert mich. Kunst- und Baugeschichte finde ich natürlich umso interessanter, wo die stattfindet, eben in diesem Neubau von der Helvetia. Und ich werde eingeladen, auf weiße, frische, neue Wände eine Malerei zu generieren von einer Versicherung, ne, die schönes Neues versichert sozusagen. Dann eben muss ich die Fragen stellen, also ist das jetzt eine Verschmutzung, ein Vandalismus sozusagen der neuen weißen Wände oder trage ich eben meine Atelierarbeit und meine Malereiwelt hier an diese Wände und dann wird es plötzlich etwas Schönes, dann wird es plötzlich etwas Vitales und es wird eben Malerei. Und diese Ambivalenz in dem Themenkreis interessiert mich hier sehr. Bei der Architektur fällt ja ins Auge, dass es eigentlich immer um diese Horizontale und Vertikale geht, also dass es eigentlich ein sehr geometrisches, strukturiertes Äußeres hat, das Haus. Und ich wollte dieser Strenge auch und dieser Geometrie etwas Amorphes, etwas Freies, etwas Wildes sozusagen entgegensetzen, etwas, was eben nichts mit der Horizontalen oder mit der Diagonalen zu tun hat, sondern eben mit Natur und mit Zufall und mit dem Amorphen. Simple, clair, Helvetia.